Hi meine Lieben, ja heute gibt es mal wieder nach längerer Zeit für meinen Kanal ein Haul und ich habe jetzt ganz viele Sachen hier, also das sind jetzt so Sachen, die ich die letzten 3-4 Wochen gekauft habe, also nicht, dass ihr erschreckt, ich hätte das jetzt irgendwie alles auf einmal gekauft, ich kam nur in der Zwischenzeit einfach nicht dazu, das abzudrehen, deswegen ist es jetzt ganz schön viel geworden, aber hauptsächlich geht es heute um Fashion und auch die Teile, die ich aus dem Urlaub aus Teneriffa gekauft habe. Wobei ich da sagen muss, dass ich da echt wenig gefunden habe, weil alle Läden, egal ob das Zara, na gut, Zara jetzt nicht, aber Stradivarius, Pull&Bear, Bershka und so, haben echt den gleichen Stil gehabt diesmal und der hat mir gar nicht gefallen. Das war nämlich so ein College-Look und das ist einfach gar nicht meins und das war ganz extrem dort vertreten. Und auch so Karo-Sachen ist auch nicht ganz meins. Und ja, diese zwei Sachen haben auf jeden Fall in allen Läden dominiert und deswegen habe ich da nicht so viel gefunden. Ja, aber trotzdem hat sich natürlich im Laufe der Zeit der letzten 3-4 Wochen einiges angesammelt. Und wir fangen an mit Zara und das zum einen dieser Cardigan, den ich gerade trage. Ich liebe Cardigans wie noch was. Und als ich den gesehen habe, musste der mit. Der ist jetzt allerdings aus Teneriffa, also sprich aus Spanien. Ich weiß nicht, ob es den hier dann auch gibt. Aber ich denke mal irgendwie schon. Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ja, der hat so verschiedene Strickmuster und so. Und in Schwarz-Weiß gefällt mir das sehr, sehr gut. Der hat jetzt 40 Euro gekostet. Und ich habe es mir noch überlegt, so 40 Euro für einen Cardigan ist schon nicht wenig. Aber der hat mir einfach so, so gut gefallen. Und die Form ist einfach schön, so kuschelig weich und mit diesen halben Ärmeln. Und ja, dann wollte ich den unbedingt haben. Dann habe ich auch aus Teneriffa diesen Pullover hier gekauft. Das ist so ein Mix aus Pullover mit Bluse drunter. So. Der ist so gräulich, so hellgrau und glitzert extrem. Und hat hier unten nochmal wie so eine Bluse drunter. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also hinten länger und vorne kürzer. Und ja, ich mag das sehr gerne. Die gab es in verschiedenen Farbtönen. Also auch noch in dunkelgrau und ich glaube noch in einem dunklen Blau und so. Und ich fand das so, so schön hier. Ja, der hat auch 40 Euro gekostet. Also Zara haut da schon relativ gut rein, immer mit den Preisen. Aber mir hat der so, so gut gefallen. Ich wollte den dann unbedingt haben. Dann habe ich nach ganz langem Suchen, also ich hatte schon so ähnliche Sachen, aber genau den Farbton, den ich jetzt wollte, den hatten sie nie so genau. Und es handelt sich um eine weinrote Hose. Das ist jetzt eine von Zara. Und ich finde die so, so schön, weil dieses Weinrot einfach super schön ist. Also ist nicht zu bärig, also nicht zu lila stichig, aber auch nicht zu normalrot. So ein richtig schönes Weinrot eben. Und ich habe sehr lange danach gesucht nach so einer Hose. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Und ich habe mich so gefreut, als sie da lagen. Zara hat im Moment verschiedene rote Hosen, also auch weinrote. Da lagen die alle auf einem Stapel, aber dann auch verschiedene untereinander. Also die hatten verschiedene Nummern. Und man hat auch vom Glanz ein bisschen gesehen, dass das eine matter war, das andere glänzender. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und den Preis blende ich euch dazu ein, denn ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie gekostet hat. Ich glaube um die 25 Euro. Dafür ist es für Zara auf jeden Fall okay. Und ich habe mich so gefreut, eine weinrote Hose zu haben. Ich hatte schon eine von Primark, aber wenn man die daneben hält, ist die viel bäriger. Dann gab es im Urlaub den Pull&Bear Shop. Und da habe ich halt auch nicht wirklich was groß gefunden, weil es eigentlich immer das Gleiche dort gab, wie gesagt. Und ja, ich habe aber einen Schal gefunden. Das ist ein Schlauchschal mit einer total schönen Musterung. Ich liebe das. Dieses schwarz-weiß, melierte, durchflochtene. Und das hat das eben hier auch gehabt und ich fand den so, so schön. Der ist allerdings aus der Männerabteilung, lustigerweise. Und hat jetzt 16 Euro gekostet, aber der ist so kuschelig. Ich habe den schon mehrmals angehabt. Ich liebe den. Und ich habe auch lustigerweise den fast gleichen, also wirklich sehr, sehr ähnlich, im Zara dann dort gesehen. Also irgendwie machen die sich jetzt gegenseitig nach, ich weiß auch nicht genau. Und die Kärtchen sehen auch lustigerweise recht ähnlich aus, ist mir dann neulich mal so aufgefallen. Dann gab es natürlich auch noch den Stradivarius dort. Und da habe ich auch nur ein Shirt gefunden, aber dafür fand ich das richtig, richtig schön. Das ist ein weißes, noch total zerknittert. Ich hatte es noch gar nicht an. So sieht das aus und da steht Feminin drauf. Und es ist einfach ein schlichtes weißes Shirt, sehr, sehr weich vom Stoff. Und ich fand das einfach süß, diesen Schriftzug da drauf. Und das war auch recht günstig. Das hat nur 6 Euro gekostet. Ja, und da sieht man auch wieder an diesen Kärtchen. Die sehen aus wie von Zara. Also irgendwie gehört Stradivarius
okay, das wusste ich ja, aber auch Pull and Bear, irgendwie alle zusammen. Also diese Kärtchen sehen alle so aus in der Art. Und ja, also irgendeine Verbindung steht da auf jeden Fall. Dann war ich im H&M. Ach ja, und es war ja die Glamour Shopping Week und ich hatte diese Karte mit dem Heft auch. Aber ich habe nichts gefunden in der Zeit. Ich weiß nicht, das ist bei mir jedes Mal so. Ich finde dann nichts. Oder wenn, dann nur eine Kleinigkeit und dann lohnt sich das dann auch nicht wirklich. Und ja, also bei mir bringt das irgendwie nichts. Ich finde dann immer davor oder danach eher Sachen. Und ja, da habe ich mir jetzt einen weinroten Schal gekauft. Ich habe schon weinrote Schals, aber der war jetzt halt noch ein bisschen anders gemacht. Der ist so, Moment, so gestrickt. Das ist so eine Strickoptik hier. Wie so Kreuze ineinander. Und das ist auch eben so ein Schlauchschal. Und den fand ich wunderschön. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist so ein bäriges Weinrot und das ist mehr so Rot-Weinrot. Also so sieht man mal den Unterschied vielleicht. So ist auch eher die Hose vom Primark gewesen. Die gibt es aber aktuell auch wieder, habe ich gesehen. Und dieser Schal hat jetzt 13 Euro gekostet. Also ich finde für H&M-Schals schon recht viel, oder? Okay, der ist schön weich und so, aber 13 Euro habe ich mir schon kurz überlegt, ob ich mir den überhaupt holen soll. Dann habe ich mir noch eine Mütze geholt, die hat 5 Euro gekostet. Ich mag diese Beanie-Sachen gar nicht. Also ich finde, das steht mir überhaupt nicht. Ich mag lieber diese englisch-französischen kleinen Mützchen hier. Und das hat auch ein richtig, richtig schönes Muster. Da sind auch zwei verschiedene Muster mit drin. Ich hoffe, ihr kennt das. Einmal so normal verflochten und dann so ein bisschen Strick dazwischen. Und ich finde das richtig, richtig schön. Und ja, solche kleinen Bommelmützchen, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, mag ich einfach sehr. Das sieht so französisch-englisch irgendwie aus. Dann kommen wir jetzt zu zwei Läden, in denen ich schon echt lange nicht mehr war, weil ich da auch meistens gar nichts finde. Aber diesmal habe ich wirklich was gefunden. Zum einen ist es der New Yorker. Da habe ich einen Pullover gefunden, den ich sehr, sehr schön fand. Und ja, wenn dann habe, finde ich eigentlich nur was in dieser Amiso-Abteilung. Aber selbst da habe ich jetzt schon lange nichts mehr gefunden. Der ist auch aus dieser Amiso-Kollektion. Habe ich mir extra in L geholt, damit der schön weit fällt und lang ist und so. Und ja, so sieht der aus. Der ist jetzt auch wieder so meliert, so schwarz mit so hellen Goldfäden so ein bisschen. Und ist sehr flauschig im Stoff. Und ich fand den einfach wunderschön. Und der hat jetzt 29,95, also 30 Euro gekostet. Die haben ganz schön aufgeschlagen, kann das sein? Also der ist richtig schön weich, also richtig toll, aber ja, 30 Euro für einen Pullover von New Yorker, das kennt man, wenn überhaupt, nur gerade so von H&M. Aber ja, ich fand den auf jeden Fall wunderschön. Hat mir sehr gut gefallen. Dann war ich in einem Laden, in dem ich auch noch viel seltener bin. Vielleicht so dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. Weil ich eigentlich den Shop an sich gar nicht mag. Und das ist Tailey Whale. Also ich finde, die Qualität von diesen Sachen ist grausam. Die sind so glänzend und immer nur glitzernd. Also so extrem, so billig sieht es halt oft aus, finde ich. Und ja, ich war halt mal wieder drin und habe wirklich was Schönes entdeckt. Und das ist hier. So rum. Moment, ich muss erstmal wieder die Ärmel richtig machen. Den hatte ich nämlich schon an. So, das ist ein Cardigan. So rum. Und der hat so ein bisschen wie so Aztekenmuster in dieser Richtung. Von hinten sieht der so aus. Ich finde den so, so hübsch. Und der hat jetzt auch, man glaube es kaum, 30 Euro gekostet. Habe ich da irgendwie was verpasst, dass die alle um einiges teurer geworden sind? Und der fällt halt auch schön lang. Ich liebe den einfach. Der ist richtig, richtig schön. Und ja, bin ich sehr überrascht, dass ich sowas bei Tailey gefunden habe. Weil von der Qualität ist es auch recht angenehm. Dann habe ich noch was im Karstadt entdeckt. Sie haben jetzt neuen Schmuck. Und ich bin da durch Zufall einfach drauf gestoßen. Diese Marke heißt Revival London. Und ich finde die sehr, sehr hübsch. Also auf Twitter und Instagram vor allem habe ich schon mal ein Bild gepostet, wie die Sachen da so ungefähr aussehen, wie die meisten Sachen eigentlich auch. Also wenn ihr mir da auf Twitter und Instagram folgt, dann seid ihr eigentlich relativ up to date. Und ich habe mich sofort in dieses kleine Armband hier verliebt. Ich finde das so, so süß.
leider, muss ich sagen, hat, ist so kleine Glitzersteinchen hier vorne drin. Ich finde, das macht es wieder ein bisschen billiger. Also ich habe es mir dann echt überlegt und ja, bin ein zweites Mal hin, um es mir dann erst zu holen, weil ich mir so unsicher war wegen diesen Steinchen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es diese nicht drin gehabt hätte und einfach nur normales goldenes Armband gewesen wäre oder irgendwelche kleinen Sachen drin, aber nicht so Steinchen. Ich finde das auch sehr süß mit diesem Verschluss, sag ich mal. Also man kann es nicht aufmachen. Das ist auch nur One Size, glaube ich. Ja, da steht jetzt gar nichts drauf an Größen. Auf jeden Fall braucht man ein sehr schmales Handgelenk dafür. Und ich habe schon sehr schmale. Also mir ist jede Uhr zu groß und jedes Armband eigentlich fast auch. Und ich habe gedacht, man kann hier das irgendwie hochziehen, um es enger zu machen oder um es weiter zu machen. Aber das hier ist einfach fest, das gehört so. Ich finde das so, so hübsch hier mit diesen, ja, mir gefällt das, diese Aufmachung einfach. Und ich werde da öfter mal gucken bei diesem Karstadt mit diesen Revival-London-Sachen. Ja, finde ich einfach süß. Das hat jetzt 10 Euro gekostet. Dann kommen wir zu noch zwei Sachen, die ich im Urlaub gekauft habe. Und dieser Shop hieß Essence and Beauty. Ich habe mir zwei Parfüms gekauft. Um dieses hier schleiche ich schon sehr, sehr lange rum. Schon bestimmt über 2 Jahre. Das ist von Marc Jacobs, das Daisy Oh So Fresh. Und das ist jetzt ein Riesending. Das ist die größte Größe, die es überhaupt gibt. Und sieht so aus. Das hat so ein Blümchenflakon, den man auch ein bisschen drehen kann, wenn man das so möchte. Und ich finde das so, so schön und ich liebe diesen Duft. Und wie gesagt, ich war schon 2 Jahre dahinterher. Und das ist jetzt die große Größe mit 125 Milliliter. Die kostet bei uns 95 Euro und das ist echt heftig. Und ich habe sie dort, weil das eben mit den Steuern anders ist und man mit den Leuten da auch verhandeln kann, habe ich das für, ich glaube, 63 Euro gekriegt. Also 63 statt 95 und dass ich dem Duft schon ewig hinterherjage, ist es echt gut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich den dann einiges günstiger gekriegt habe. Was bei dem so ist, er riecht sehr blumig und frisch, aber der Duft hält nicht ganz so lange. Das ist so ein bisschen das Manko. Also das ist auch eher ein Sommerduft, würde ich sagen. Aber ich wollte den jetzt unbedingt, wenn ich schon mal drüben bin. Und ja, finde ich sehr, sehr toll. Ich liebe diesen Duft. Dann habe ich mir noch einen Duft dort gekauft. Und das ist von Chloé, der Duft See by Chloé. Und den habe ich mir jetzt allerdings in klein gekauft. Das ist jetzt dieser hier. Das ist die kleine Flasche, die 30 ml Flasche. Und die würde hier 45 Euro kosten. Und die habe ich für 27 noch was, also knapp 28 gekriegt. Und ja, ich liebe diesen Duft auch. Ähnelt dem sehr. Also wer das hier mag, mag den anderen Duft auch und umgekehrt. Ja, noch ein bisschen weiblicher finde ich den. Also ist noch ein bisschen mehr typischer, ja, Parfümduft. Noch ein bisschen weiblicher. Also der ist sehr, sehr blumig und frisch. Und der ist nochmal ein Ticken weiblicher in die Richtung. Und beide habe ich auch schon benutzt und ich bin voll begeistert davon. Nur könnten die Düfte ein bisschen länger halten. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Also das hätte auf jeden Fall viel, viel mehr auch gekostet hier. Und ja, deswegen habe ich die Chance genutzt und habe dann beide geholt. Dann war ich noch vor ein paar Wochen, das war bei der Eröffnung vom TK Maxx mit der Vanya von Kind of Rosy und mit der Saskia von Wonderwall und meiner Saskia bei der Eröffnung vom TK Maxx. Und ja, ich kannte den Laden schon vorher von Mannheim und war da so gespalten, wie das jetzt wird, weil das hat so ein bisschen was von Kruschelladen, weil die einfach alles haben. Ob Kleidung, Home-Sachen, Beauty-Sachen und ich weiß gar nicht, Accessoires haben die auch noch und Schuhe. Und ich habe da noch nie was gefunden. Ich war da auch erst zweimal drin, glaube ich, vorher. Und ja, habe gedacht, ja, mal sehen, das ist ja so ein bisschen wie so ein Designer-Outlet. Also da gibt es zum Beispiel auch Michael Kors-Taschen, die dann runtergesetzt sind um einiges oder auch nicht, je nachdem. Und Deko-Zeug und alles Mögliche. Also da ist mehr so eine Glückssache, dass man da was findet. Und das Sortiment ändert sich auch alle paar Tage oder fast täglich irgendwie. Ja, auf jeden Fall waren wir da mal drin und ich habe mir eine Sache gekauft, was jetzt aber eher zur Deko gehört. Und das ist dieses Keep Calm. Ich liebe ja Keep Calm, ja, da muss ich ja nichts mehr dazu sagen.
Und das ist jetzt, ja, das sind Poster, die alle gleich aussehen. Das ist so schwarz-weiß und hat dann diesen Flaggenstil. Sieht man jetzt nicht. Ich zeige euch das auf jeden Fall mal groß. Und wenn man an denen reibt, dann duften die auch noch. Also wie cool ist das denn? Und das sind mehrere Plakate drin. Ja, ich roll jetzt mal alle auf. Und da es schwarz-weiß ist, passt es auch eher in die Wohnung, würde ich sagen. Also ist es nicht so auffällig. So sieht das Ganze dann aus. Und man riecht es schon. Selbst wenn man nicht dran reibt. Und eins habe ich auch schon einer Freundin geschenkt. Und ja, also ich muss noch sehen, wo ich das dann hinmache. Eigentlich braucht man davon ja eigentlich auch nur eins. Werde ich dann sehen, ja, wo ich das aufhängen werde. Aber für 6 € dachte ich mir, komm, das kaufst du dir jetzt. Da steht Keep Calm drauf. Da hat es mich dann eh schon. Und ja, fand ich ganz süß. Ansonsten habe ich da noch nichts als Klamotten gefunden. Also ich war da nochmal drin, ein paar Wochen später. Ganz schöne Pullover hatten die da, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich die sofort haben musste. Und ich habe jetzt so viel gekauft in letzter Zeit. Aber ansonsten werde ich auf jeden Fall öfter mal vorbeischauen. Dann kommen wir zum allerletzten. Und das habe ich bei dem Dekoladen Butlers gekauft. Da steht, wie könnte es auch anders sein, auch wieder Keep Calm drauf und Carry On, dieser typische Spruch eben. Das ist so ein Trinkbecher. Aber den werde ich nicht als Trinkbecher benutzen, da man den nicht irgendwie verschließen kann. Also, wenn man da was reinfüllt, dann muss man es in der Hand tragen und die ganze Zeit trinken und nur abstellen. Also, man kann den nicht in die Tasche tun, der hat keinen extra Verschluss. Und so sieht das dann innen aus. Und ja, da gab es verschiedene Symbole, also auch mit so Küsschen drauf und alles Mögliche. Ich will das halt hauptsächlich als Deko benutzen, weil ich dieses Keep Calm-Zeug einfach so super gerne habe. Und ja, muss ich mir auch noch überlegen, wo ich das jetzt hinstelle. Also langsam muss ich mit Deko aufhören. Es wird jetzt ein bisschen viel irgendwie. Ach so, ja, und der hat jetzt 5 € gekostet. Geht noch, finde ich. Okay, ja, das war's dann mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!